Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis, herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und mir gegenüber sitzt der Podcast-Papa Flo Witte. Servus André, hallo liebe Stammis. Damit du deine tägliche Dosis Dortmund bekommst, fangen wir ganz kurz mit Maxi Bayer an. Ist da 5-Jahres-Vertrag, here we go. Für mich ja eine sehr gute Nachricht. Also ja. Ich bin ja überzeugt und ich habe auch bei euch gestern in der Folge gehört, der hat am Anfang erstmal eine Stammplatzgarantie, bis Guirassy fit würde. Genau. Also der wird der Nummer 1 Stürmer sein. Und ich sage euch, der wird gleich losknipsen. Ich habe da wirklich ein richtig gutes Gefühl, dass das ein Transfer-Scoop vom BVB war. Du hast ja vielleicht gemerkt, ich habe mich dir auch ein bisschen angenähert. Wenn der Sahin das System auf ein 3-5-2 ändert, dann vielleicht mit beiden spielt, dann finde ich es vielleicht auch gar nicht so sinnlos. Und das Risiko ist überschaubar bei 30 Millionen. Klingt viel, aber ein junger Mann, ganz viel Potenzial. Ich freue mich drauf und ich glaube auch, die Dortmund-Fans können sich drauf freuen. Wir machen weiter mit einem der größten Konkurrenten. Man muss ja mittlerweile, und das ist das Schöne in der Bundesliga, einem der größten sagen, denn die Bundesliga ist oben wieder spannend. Die Bayern, die sind nicht mehr die absolute Monopolmacht, also waren es zumindest nicht in der vergangenen Saison. Und momentan sieht auch wenig danach aus. Es kriselt ein bisschen. Wir hören rein bei Michael Schröer. André und Florian Wittel natürlich. Viele Grüße an euch beide aus München. Ich sag's euch, beim FC Bayern, da wird's nicht langweilig. Denn nach der bitteren Trainersuche, da rückt jetzt auch die Transferphase immer weiter in ein schlechtes Licht. Ich fange mal an mit dem Positiven, zumindest aus Bayern Sicht. Viele Fans, die sehen das nicht so, aber aus Bayern Sicht. Sie haben es jetzt zumindest mal geschafft, 2 Spiele abzugeben. Mit De Ligt und Masraoui, die sind gestern nach Manchester geflogen und der Deal, der dürfte in Kürze offiziell werden. Die Verkäufe zu Man United, die bringen ein mögliches Gesamtvolumen von 70 Millionen Euro. Und es gab ja dieses Machtwort von Uli Hoeneß. Der hat gesagt, es dürfen keine weiteren Spieler gekauft werden, bis Stars verkauft wurden. Und deshalb dürfte man meinen, nach dem Doppelverkauf, sie sind jetzt wieder handlungsfähig, die Bayern. Das ist auch so, doch das bringt alles nichts, wenn Spieler den Bayern absagen. Und das ist passiert mit Désiré Doué. Bayern-Wunschspieler oder ist weiterhin Wunschspieler des FC Bayern, aber der hat abgesagt, der will lieber von Stade Rennes zu Paris wechseln. Und das ist alles doppelt bitter, denn zuletzt hat ja auch schon Xabi Simmons abgesagt. Der bleibt ja leihweise lieber noch ein Jahr bei RB Leipzig. Also wie gesagt, 2 Spieler in kurzer Zeit, die sagen, sie wollen nicht zum FC Bayern wechseln. Ganz, ganz bitter und erinnert ein bisschen an die Trainersuche. Weiterhin gibt's auch nichts Neues bei Jonathan Tah. Auch ein Thema, aber weiterhin nichts Neues getan. Und das Thema Verkäufe ist mit De Ligt und Masraoui ja noch nicht beendet. Kingsley Coman geht auch weiter als heißer Verkaufskandidat. Paris, Barcelona, Man City, die gelten alle als Interessenten. Doch so richtig heiß ist davon bislang noch nichts. Bei Paris, da könnte man ja meinen, dass nach dem Doué-Transfer das Thema Coman vom Tisch ist. Ganz so ist das aber nicht. Sie sehen Doué eher als offensiven Mittelfeldspieler und Coman als reinen Flügelspieler. Aber wie gesagt, das ist jetzt kein Thema, das in den nächsten Tagen heiß wird. Das passiert, wenn überhaupt, mit hoher Wahrscheinlichkeit erst zum Ende der Transferphase. Also es bleibt weiterhin ganz, ganz spannend. Langweilig wird es hier ganz und gar nicht. Und die Bayern, die müssen jetzt echt mal einen Zahn zulegen, dass nicht auch am Ende diese Transferphase in einem ähnlich schlechten Licht steht wie die Trainersuche. Das wäre ganz, ganz bitter für Max Eberl. Ich bin gespannt. Viele Grüße aus München. Wir hören uns. Ciao, ciao. Ja, Flo, Michel hat es schon so ein bisschen angedeutet. Ich habe auch mal das Internet durchforstet. Max Eberl kommt bei vielen Bayern-Fans nicht so gut weg. Ich weiß gar nicht, ob der da so viel für kann. Naja, also erstmal ist er ja als Sportchef da quasi in der Verantwortung, als Sportvorstand sogar. Von daher kann er natürlich was dafür. Dafür kriegt er Geld. Ich weiß, worauf du anspielst, dass es natürlich nicht sein Kader ist von Spielern, wo die er jetzt auch loswerden soll. Vor allem nicht seine Verträge, die er ausgehandelt genau, hat. Genau, das verstehe ich alles. Aber das ist natürlich alles, was, wenn es einfach wäre, liebe Kollegen vom Kicker, weghören. Bei Bild sagen wir hier immer, ja, wenn es einfach wäre, wären wir beim Kicker. Wir sind aber bei Bild. Und so ist es auch, ne, wenn es einfach wäre, wäre er vielleicht woanders und nicht bei Bayern München. Klar ist das eine schwierige Aufgabe. Ich würde aber auch mal ein bisschen den Pessimismus etwas bremsen wollen, was diese Transferperiode angeht. Egal wie die jetzt ausgeht, wir wünschen uns natürlich alle aus neutraler Sicht noch Kracher, die zu Bayern kommen in die Bundesliga, aus Bayern-Fansicht noch viel mehr. Aber
wirklich beurteilen, diese Transferperiode und auch die Trainersuche beurteilen. Weißt du, wann wir das machen? Frühestens im November, Dezember. Wenn Kompanie dann noch da ist. Genau, also sonst würde ich mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dann ist möglicherweise Eberl auch nicht mehr da oder zumindest wackelt er ganz gewaltig. Aber dann können wir das auch seriös beurteilen. Wir können jetzt sagen, das sieht nicht so doll aus. Mhm. Ja, die Trainersuche sah schon nicht so doll aus und es sind auch noch nicht alle überzeugt von Vincent Kompanie. Der hatte auch noch gar keine Chance, uns zu überzeugen, muss man auch sagen. Und von daher würde ich da mal ganz entgegen meines Naturells ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen und sagen, ja, nicht so geil, aber abwarten. Was ich so ein bisschen schwierig finde oder was mir Sorgen macht als neutraler deutscher Fußballfan, ist, dass ich das Gefühl habe, bei den Bayern ist die Aura verloren gegangen. Also Simmons geht lieber nach Leipzig nochmal ein Jahr, Doué geht zu Paris, die auch noch ihren Topstar mit Mbappé verloren haben. Ich meine, klar, der ist Franzose, aber eigentlich für mich auch eine Kategorie unter den Bayern. Boah. Ja, absolut. Ich glaube, dieser Nimbus des Clubs, wo man unbedingt hin will und wo man auch ein Angebot nicht ablehnen kann und nicht würde, weil man sagt, ey, das ist once in a lifetime, den hat Bayern nicht mehr. Und das muss man auch vielleicht auch mal so klar ansprechen, das liegt dann nicht immer an den anderen, sondern natürlich liegt es an Bayern. Das ist wie mit dem Kumpel, dem alle 3 Monate die neue Freundin wegrennt, die erst die große Liebe war. Da muss man auch sagen, naja, nach der dritten liegt es vielleicht nicht immer nur an der Frau, sondern man sollte sich vielleicht mal einem optischen Makeover unterziehen oder, keine Ahnung, seinen Charakter hinterfragen und da was ändern. Was ich sagen will, natürlich liegt das an Bayern. Das sind nicht Einzelfälle, wo man sagen kann, klar hatte Simmons individuell gute Gründe in Leipzig zu bleiben, sicherlich, aber jeder hat irgendwie immer individuell gute Gründe und man muss ja, früher war es bei Bayern so, dass die eigenen individuellen Gründe zu Bayern Nein zu sagen, so klein wurden und von den Gründen für Bayern zu Bayern Ja zu sagen, überschattet worden, dass das nicht passiert ist. Die Trainersuche hat es angedeutet, die Beispiele von dir haben es angedeutet, aber wo soll es auch herkommen? Es war ja Chaos in den letzten Jahren. Das Geile ist ja, und das ist ja das Verrückte, wenn man auf das Gesamtbild schaut, die Leute, die bei den Bayern sind, die wollen nicht weg. Die, selbst wenn sie kein Fußball spielen momentan, die fühlen sich da so wohl, dass sie sagen, pass auf, ich werde hier gut bezahlt, ist eine geile Stadt zum Leben, hier bleibe ich. Genau, absolut. Wenn man erstmal da ist und diesen Bayern-Vertrag dann hat, naja, was soll man sich da auch großartig umgewöhnen? Also das verstehe ich auch. Und wie gesagt, Bayern, wir haben es ja oft berichtet, wollen ja jetzt auch an diese Gehaltsstruktur ran, dass man gesagt hat, diese 20 Millionen Gehälter. Für jeden quasi, für jeden für Random. Für jeden und also sagen wir 15 plus für jeden, das wird es nicht mehr geben. Frag mal bei Alfonso Davies nach, der hätte das auch gerne und kriegt es einfach nicht mehr. Ja, ich sag mal, wenn der vor 2 Jahren unter Brazzo verlängert hätte, den Vertrag wahrscheinlich, oder vor 2,5 Jahren, na klar hätte die noch bekommen. Also das ist eine total schwierige Aufgabe für Max Eberl. Ich bin aber bei dir, das Mitleid muss sich in Grenzen halten, weil das ist halt auch mit der beste Job, den es im Fußball Deutschland gibt. Ja, und der hat sich den ja auch ausgesucht, das war immer sein großer Traum. Ich hatte von Anfang an und habe immer noch Zweifel, einfach deshalb, weil Max Eberl auf dieser Ebene das noch nie nachgewiesen hat, dass er das kann. Also in Bildsprache gesagt, du findest es eine Nummer zu groß für den. Nee, ich sage, es ist, er hat noch nicht bewiesen, dass er diese Nummer kann. Ich traue es ihm perspektivisch zu, weil ich ihn einen guten Typen finde. Aber rein, wenn wir bei den Fakten bleiben, hat er noch nie natürlich einen Club betreut, der eigentlich ja so ein bisschen das Ziel hat, jedes Jahr A, Meister zu werden, also das sowieso, aber auch in der Champions League ins Halbfinale zu kommen. Genau, weit zu kommen, ja. So, und das ist ja, Gladbach, tolle Arbeit geleistet, aber das war ja ganz anderes Kaliber. Und lass uns erstmal ein erstes seriöses Fazit ziehen. Ne, wir können vorher alles einordnen und sagen, was unsere Meinung ist. Im November, Anfang Dezember, Ende November, da wissen wir wirklich mehr und da können wir dann sagen, ja, das war eine Kack-Transferperiode, Max Eberl, mal gucken. Oder wir sagen, ey, der hat alles richtig gemacht, das funktioniert ja. Ich kann natürlich verstehen, dass die Bayern-Fans ein bisschen ungeduldig sind und auch, total. Auch dass das Vertrauen ein bisschen weg ist. Ich erinnere mich an Sadio Mané, mega Flop. Ich erinnere mich an Palinha, nicht jetzt, sondern vor einem Jahr, wo das Ding gecrashed ist. Also, da hat ja auch schon eine Menge in letzter Zeit nicht geklappt, in jüngerer Vergangenheit. Ich fühle das total und ich wäre als Bayern-Fan auch absolut ungeduldig und ich sage ja auch als Berichterstatter und Beobachter, da muss noch mehr kommen. Ich sage nur, lass uns einmal so ein bisschen abwarten, weil ich habe auch gar kein Gefühl, wie das bei Bayern ist. Mein Gefühl ist eigentlich momentan so, früher war es so, die Saison startet und Bayern gewinnt eh erstmal die ersten 7 Spiele in Folge. Ja. Das habe ich null. Das wäre für mich eine Riesenüberraschung, ich sag's jetzt live on tape, wenn die 4 Spiele in Folge gewinnen. Das glaube ich einfach nicht. Boah, ich habe Bock, mal wieder eine steile These-Folge mit dir zu machen. Ich glaube, zum Saisonstart müssen wir so ein Ding mal raushauen. Das ist gut. Können wir machen. Aber die müssen halt Tabellenführer sein. Die müssen auch von Anfang an Tabellenführer sein. Da darf Leverkusen nicht gleich 3, 4, 5, 6 Punkte wegkommen. Ich bin sehr gespannt. Für die Liga ist
ist das doch überhaupt nicht schlecht, dass das bei den Bayern so holprig läuft und auch weiterhin so holprig läuft. Das ist doch, als neutrale Fans, was kann uns Besseres passieren? Und das Geile ist, es ist auch nicht nur Leverkusen. Für mich sind es vier Mannschaften. Mit Dortmund, wo man gucken muss, klar, die sind jetzt haben sich in der Spitze nicht so super krass verstärkt, aber auch einen ordentlichen Kader und vor allem auch RB Leipzig, die wenig verloren haben. Dani Olmo ist jetzt das prominenteste Beispiel, aber auch da suchen die ja noch. Also das wird eine spannende Spitze in der Bundesliga. Ich habe da Bock drauf. Lass uns über Bayer Leverkusen, du hast sie angesprochen, lass uns darüber reden. Auch da ist der Kader noch nicht final und fix. Wir hören mal rein bei Pippo Ahrens. Ja, hallo André. Die Leverkusener Profis hatten am Montag trainingsfrei, aber trotzdem einen sehr wichtigen Termin. Am Nachmittag waren sie eingeladen in die Staatskanzlei der NRW-Landesregierung. Ministerpräsident Hendrik Wüst und Innenminister Herbert Reul empfingen die Doublesieger und ehrten sie für Meisterschaft und Pokal. Jonathan Tah war auch mit dabei, denn er ist nach wie vor Spieler unterm Bayer Kreuz und sollte in den nächsten Tagen nicht noch ein erhöhtes Angebot des FC Bayern einflattern, dann müsste sich Jonathan Tah wirklich mal Gedanken machen, wie ernst es die Bayern mit ihm meinen. Auf der anderen Seite würde er dann auch am Samstag im Supercup gegen den VfB Stuttgart für Bayer Leverkusen spielen. Noch haben die Leverkusener die Tür nicht zugemacht. Das hatte ich ja letzte Woche schon mal erwähnt. Bayer würde grundsätzlich Tah seinen Wechselwunsch nach München erfüllen, wenn dann das Angebot stimmen würde. Eigentlich müssten die Münchner ja jetzt Geld für Tah auf dem Konto haben. Warten wir mal ab, was da in den nächsten Tagen noch so passiert. Zwei andere Spieler, die werden in absehbarer Zeit nicht mehr das Trikot von Bayern 04 tragen. Das sind Adam Ložek und Gustavo Poerta. Ložek, der Tscheche, der bei der EM zweimal in der Startformation für Tschechien gespielt hat, steht möglicherweise kurz vor einem Wechsel zu Leicester City. Der Aufsteiger in die Premier League möchte Ložek gerne ausleihen und eine Kaufpflichtoption dann vereinbaren. Das könnte Leverkusen rund 18 Millionen Euro bescheren, wenn Leicester in der neuen Saison die Klasse halten würde. Gustavo Poerta, der ist ja vielleicht nicht ganz so bekannt, ist ein sehr interessanter kolumbianischer Juniorennationalspieler, ein sehr aggressiver und technisch starker Sechser, der in der vergangenen Saison einige Kurzeinsätze hatte und zweimal in der Startelf sogar war, in Spielen in der Europa League Gruppenphase. Der hat einen ganzen Strauß Interessenten auf dem Tisch liegen, unter anderem Brøndby IF und RSC Anderlecht. Brøndby hat da wohl jetzt richtig Druck gemacht und würde den Spieler gerne auch ausleihen und dann fest verpflichten, ähnlich also wie bei Adam Ložek. Ein anderer Spieler, der könnte Leverkusen am Ende noch richtig Geld bringen, und das ist Odilon Cossonou, auch ein Verteidiger. Ja, der hat Interessenten aus England, hat er immer gehabt. Unter anderem vor einigen Wochen war es mal Liverpool. Jetzt soll es laut Fabrizio Romano Crystal Palace sein. Wenn der auch noch gehen sollte, ja, dann wird die Tür für Jonathan Tah irgendwann wirklich zu sein. Ein Spieler, der nach wie vor sich das Ganze anschaut, was in Leverkusen auf der Abwehrposition passiert, ist Joel Matip, der nach wie vor als einer der Kandidaten für einen möglichen Tah-Abgang gilt. Oder eben dann auch eines Abgangs von Odilon Cossonou. Aber dass beide Spieler gehen werden, das glaube ich nicht. Flo, diese Jonathan Tah-Geschichte, die würde ich gerne mit dir nochmal besprechen. Denn wenn die Bayern doch das Geld jetzt haben und der Tah wirklich einer von denen ist, der unbedingt zu den Bayern will, dann könnte es ja sofort passieren. Ich würde mir irgendwann auch tatsächlich Gedanken machen, als Jonathan Tah, wollen die mich überhaupt wirklich unbedingt? Ich glaube, sie wollen ihn schon, sie wollen ihn aber nicht zu dem Preis. Ja, was man auch verstehen kann, wenn der Vertrag ausläuft. Das kann ich total verstehen, und ich würde das für sehr verzweifelt halten, wenn Bayern diese Summe von rund 30 Millionen für den Jonathan Tah zahlt. Der, sind wir doch mal ehrlich, der wird nicht mehr viel besser werden. Nee, ja? Wir haben darüber schon, liebe Stammis, das müsst ihr wissen, Flo und ich haben heute, wir haben uns das erste Mal seit langer Zeit gesehen wieder, und dann haben wir direkt diskutiert über Jonathan Tah und darüber, dass der ja quasi schon auf seinem Peak ist. Genau, toller Innenverteidiger, der aber wahrscheinlich die beste Saison seiner Karriere letztes Jahr gespielt hat. Hinter sich hat. Genau, möglicherweise kann der nochmal so eine Saison reproduzieren und vielleicht auch nochmal zwei Jahre, aber das ist ja alles nichts, wofür du jetzt 30 Millionen zahlen musst, vor allem nicht, wenn du ihn nächstes Jahr ablösefrei bekommen kannst. Und wenn die Innenverteidigerposition so ziemlich das einzige ist, wo du richtig gut besetzt bist. Genau, also da hat ja Bayern auch absolut kein Problem. Also das ist, ich weiß es nicht. Leverkusen ist natürlich sehr daran gelegen. Für Leverkusen wäre das toll, jetzt romantisch, das ist ein Meisterheld, den wir abgeben und so. Ja, komm, das ist Profifußball. Das wäre auch
von der abgebenden Seite einen Scoop von Leverkusen, wenn die die jetzt wirklich für 30 Millionen noch verschiffen, auch wenn es ein direkter Konkurrent ist. Der ist ja niemanden, der Bayern jetzt auf ein neues Level hebt. Mit Tar sind die dann auf einmal für Leverkusen unschlagbar. Ich glaube nicht, dass es passiert. Und um das nochmal aufzuzählen, trotz des Abgangs von De Ligt, du hast immer noch Stanisic, der Innenverteidiger spielen kann, du hast Upamecano, du hast Min-Jae und du hast Dier. Das sind vier Innenverteidiger, das ist schon okay. Absolut, und Min-Jae ist ja immer noch so ein unerfülltes Versprechen. Und Ito hast du auch noch, sorry, ist sogar Ito noch 4,5. Gerade verletzt, ne? Ja. Wird auch noch ein bisschen brauchen, aber gerade Min-Jae Kim ist, da werde ich ganz genau hinschauen, weil ich habe den italienischen Fußball nicht so verfolgt in dem Jahr, bevor er zu Bayern gekommen ist, aber jeder, der es getan hat und mit dem er gesprochen hat, hat gesagt, der war eine absolute Rakete. Der dominierende Innenverteidiger in Italien. Ja, was ja nun durchaus ein Land und eine Liga ist mit Vorliebe für Innenverteidiger. Von daher bin ich sehr, sehr sicher, dass der vielleicht dieses eine Jahr brauchte, um sich an Bayern zu gewöhnen, an die Bundesliga zu gewöhnen. Leute, die ihn kennen, sagen ja auch, sensibles Kerlchen, der ab und zu, ne, auch kleinste Missstimmungen können da schon Auswirkungen auf die Leistung haben. Da bin ich sehr gespannt und hoffe für Bayern-Fans, dass da eine Leistungsexplosion kommt. Und von daher hast du recht, brauchen tun sie Tar nicht. Lass uns nochmal bei Leverkusen ganz kurz bleiben. Wenn die jetzt wirklich Tar verlieren, möglicherweise auch noch Kosunu, dann ist es ja so, dass die auf jeden Fall auf dem Innenverteidigermarkt auch noch was machen müssen. Ich bin bei Leverkusen super gespannt, Flo. Ich glaube, dass es extrem wichtig sein wird, wann sie das erste Mal verlieren. Dass sie verlieren, ist für mich klar. Die werden nicht nochmal ungeschlagen durch die Saison gehen. Wenn die aber am 1., 2., 3. später schon verlieren, bin ich gespannt, wie die damit umgehen. Wenn die eine Serie starten, 4, 5, 6 Siege, dann könnte es wieder so ein Jahr werden. Ganz viel hängt davon ab, was da in der Abwehr passiert. Du hast es gerade angesprochen und wir sprechen immer davon, Leverkusen hat den Kader größtenteils zusammengehalten. Stand jetzt ist das auch noch so. Aber Tar, Kosunu sind zwei, die potenziell noch wechseln können. Dann hätten die auf einmal zwei Drittel ihrer Abwehr verloren, ihrer Meisterabwehr. Ja. Denn da bleibt nur noch Tapsoba, der mit Abstand der beste von denen ist und auch der mit dem Ultrapotenzial. Aber das wäre schon... Genau, Stanisic ist ja auch weg. Stanisic ist auch weg, der ist jetzt in München. Ja, das wäre schon so ein Einschnitt, wo ich dann sehr gespannt werde, wie das aufgefangen wird. Und auch das ist eine Sache, die eigentlich für mich dafür spricht, dass Tar jetzt da bleibt. Weil, du, wir haben den Supercup am Samstag. Also, was willst du jetzt noch dann großartig machen und einen Innenverteidiger holen, der da wirklich dir 20, 25 Spiele macht von der Qualität und den Ansprüchen, die Leverkusen jetzt ja auch haben. Geil, Leute, die Saison kommt näher. Ihr merkt, es wird immer spannender, was so passiert bei den einzelnen Vereinen. Ich habe richtig Bock. Ja, Flo, und dann kam noch eine Nachricht reingeflattert. Der Kollege Florian Plettenberg, übrigens Ex-Bild-Kollege, Grüße, ne, hat gepostet, 15 Millionen, Hoffenheim holt Bella Kotschap. Das ist was. 15 Millionen, das ist, glaube ich, für jemanden mit so viel Potenzial in dem Alter, der ja auch schon mal für Deutschland gespielt hat, gar nicht so schlecht. Man vergisst immer, der war im WM-Kader, der wenig ruhmreichen WM in Katar, aber er war im WM-Kader. Das war mal eine ganz heiße Aktie im deutschen Innenverteidigermarkt. Der ist erst 22. Also ich glaube, da muss man sagen, dass ist erstmal ein sehr, sehr smarter Move von Hoffenheim, vermutlich mit wirklich wenig Risiko verbunden. Und mal gucken, zuletzt war er in der Bundesliga bei Bochum, jetzt doch mal ein bis zwei Etagen höher. Ich kann mir gut vorstellen, dass es funktioniert. Und wir haben ja eingangs gesprochen über Maxi Bayer, Kohle ist jetzt ja da in Hoffenheim. Kohle ist da in Hoffenheim und dafür erstmal die Hälfte zu investieren, finde ich erstmal einen smarten Move. Gucken wir uns genau an. Talentiert ist er, jetzt müssen wir gucken, ob er es auch wieder auf den Rasen kriegt. Also Freunde, Deckel drauf. Deckel drauf, macht's gut, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.